Genau. Was soll ich sagen? Homeoffice. Für Chefs ist Homeoffice im Prinzip ein riesen Kompro-Schiss. Ja, einerseits kannst du hier zu Hause rumlaufen, wie der Erling nach einem Besuch im Altkleidercontainer. Dann kannst du schön Musik aufdrehen und ja, immer schön leicht entsitzen haben. Juckt ja eh keinen. Ne? So gesehen kann Homeoffice wie ein Festival in den eigenen vier Wänden sein. Und des Weiteren kannst du natürlich länger pennen, weil du dir den nervigen Weg zur Arbeit sparst. Je nach Finsdorf oder wo ihr so anschafft. Auf der anderen Seite ist man im Homeoffice natürlich so produktiv wie eine Nutte im Kloster. Und das ist natürlich dann doof, wenn du als Chef kein Ernie oder so ein Lehmann hast, den du mal schön die Quartalszahlen auf den Tisch klatschen kannst und der die dann mal so wegrölt. Dann stehst du da, wie das Männlein im Walde und musst sie wieder selber Hand anlegen, wie der Ulf, wenn die Tanja mal wieder ihre Tage hat. Na, dazu kommt hier noch der ganze neumodische Technik-Scheiß, hier von wegen Notebooks und Video-Calls, der ganze Pipapo. Naja. Tür! Von daher wird es natürlich Zeit, dass der Papa mal schnellstmöglich wieder in seinen natürlichen Lebensraum zurückkehrt.